Hallo und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's, der gute Pamo. Und heute schauen wir uns ein kleines Paket an. Dieses heißt Alter Schweinestall. Dieser schöne Stall oder diese schöne Konstruktion von diesem Stall können wir eben halt dann aus drei Gebäuden herstellen. Einmal eben halt aus dem Schweinestall selber und natürlich zwei weitere Gebäude. Aber dazu dann gleich schon mal mehr. Ja, der Modder schreibt dazu eben halt dann, der Schweinestall besteht aus drei Gebäuden. Einen ehemaligen Schweinestall. Im Schweinestall sind 60 Schweine untergebracht. Preis kostet uns das Ganze dann 50.000. Für die Wartung bezahlen wir eben halt 100 am Tag. Eine Kapazität hätten wir von Gülle, Stroh und Futter. Einmal in dieser Reihenfolge Gülle 130.000 Liter, Stroh 20.000 Liter und für das Futter hätten wir eine Kapazität von 50.000 Liter. Dann können wir eben halt dann den Misthaufen mit dabei nehmen, sprich in Klammern noch mit dabei und Erweiterung. Das wäre dann das Gebäude hier links. Das würde uns dann 15.000 kosten, 10 Euro Wartung am Tag. Und hätte ein Fassungsvolumen von 400.000 Litern. So. Dann hätten wir als nächstes auch noch drin stehen Strohschuppen. Das wäre hier das Gebäude auf der rechten Seite. Da hätten wir eben halt einen Preis von 18.000, eine Wartung von 15 Euro am Tag und eine Kapazität von sage und schreibe 450 Ballen. Die werden hier eben halt dann noch zusätzlich zwischenlagern können. So, jetzt schauen wir uns das Ganze auch noch mal in unserem Kaufmenü einmal an. In der Rubrik Sonstiges bei Bauen. In den Reiter Tiere, da hätten wir einerseits schon mal bei den Schweinen den alten Schweinestall. Ja, und wie man sieht, ist der hier auch so ein bisschen hinten mit einer kleinen Grünfläche und Auslauf noch mit dabei. Und da würde uns das Objekt dann 50.000 kosten. Als nächstes hätten wir dann noch bei den Silos dann noch das, ja, hätten wir dann hier den Misthaufen, das wäre hier das Gebäude auf der linken Seite für 15.000, eben halt dann für 400.000 Liter Mist, und auf der rechten Seite hätten wir dann das Ballen- und Palettenlager mit 450 Ballen. Ja, und wie man sieht, kostet uns das Ganze auch 18.000. So. Ja, wie man sieht, haben wir hier vorne so ein paar Silos, auch schön mit Kollision. Hier können wir dann zum Beispiel unser Futter eben halt dann hereingeben, beziehungsweise auch in unser Stroh abladen. Hier über das Fallrohr können wir dann auch eben unsere Gülle entnehmen. Ja, und wie schon gesagt, hier auf der Seite wäre dann der Misthaufen, wo wir dann unsere Miste eben halt dann entladen können. Ja, und wenn wir einmal hier reingehen, sehen wir schon mal, hier haben wir so einen kleinen, ja, Schweinestall, wo wir eben halt dann auch hier das Gatter eben halt aufmachen können. Hier können wir jetzt zum Beispiel nur uns über das Tiermenü noch reingehen. Ja. So, gehen wir dann hier ganz gemütlich zu unseren lieben Tieren hier hin. So, und dann können wir natürlich auch hier rüber eben halt dann das Eigehege reingehen. Beziehungsweise unsere Tiere können dann da in das Freigehege rein. Wir natürlich, ja, mehr oder weniger nicht. Ja, also da geht das Ganze wieder zu. So, hier können wir natürlich auch über das Tor herausgehen, ganz bequem. Und dann hätten wir hier jetzt zum Beispiel, ja, unser Ballen- und Palettenlager. Wie man sieht, unten hätten wir dann eine Kapazität von 450 Ballen. Ja, sieht auf jeden Fall schön aus, schön gemauert, auch schön alt. Also man muss schon sagen, es hat so seinen Charme. Ja, und hier sieht man jetzt den Freilauf, wo die Tiere sich dann auch ein bisschen im Gras aufhalten können. Ich muss schon sagen, ist auf jeden Fall schon mal schön gemacht, dieser Mod. Ja, hat auf jeden Fall etwas. Ja, mehr gibt es erstmal dazu nicht zu sagen. Wir schauen uns noch mal kurz die Lok an. Und die Lok, ja, scheint fehlerfrei zu sein, keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich sagen muss, ich habe das Ganze jetzt im Singleplayer bzw. im Einzelspiel getestet. Wie sich das jetzt auf dem Daily Server verhält, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen.
Diesen Mod findet ihr auch bei ModHub, gibt es für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Und haut auch gerne in die Kommentare rein, was ihr von dieser Dreierkonstellation haltet. Ich muss ehrlich sagen, es hat seinen Charme komplett. Und natürlich, wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.